Das ist ja mal eine tolle Farbe. Es geht so ein bisschen ins Rot-Orange und es ist schon jetzt ein Klassiker, den es bald nicht mehr gibt. Der hier ist gebraucht, 2017, und ich frage mich immer wieder, wie die Aufbereiter das hinkriegen, dass die Kisten aussehen wie neu. Und das ist ein absoluter, ich sag mal, Hammer. Du hast so ein Auto, das ist dann 3-4 Jahre in Betrieb gewesen. Du guckst rein, innen, außen, ja, vielleicht der ein oder andere kleine Steinschlag, den man vielleicht auf der Motorhaube sieht. Aber so alles in allem ist das Feeling so, als hätte man ein neues Auto. Ja, wir sind bei Sorg in Fulda und stell dich mal kurz vor. Hallo, Benjamin Schrimpf, mein Name. Ja, Benjamin, habe ich das schön gesagt? Ja, absolut. Das Range Rover Evoque Cabrio in Phoenix Orange. Also ein Traum. Und dann auch die passende Innenkombination dazu in hell und in dunkelgrau. Sieht schon gut aus. Sag mal, ist das Fahrzeug überhaupt gefahren worden? So vom Zustand her würde ich schon sagen, das ist schon neuwertig, oder? Ja, es ist 35.000 Kilometer gefahren worden in 3 Jahren. Aber der Zustand ist wirklich ein Traum. Das ist gut. Also auch, ich meine, es gibt ja Dinge, die kriegt selbst ein Aufbereiter nicht hin. Aber hier sieht man schon mit dem Auge, der Vorbesitzer hat wirklich großen Wert drauf gelegt, oder? Dass alles top ist. Ja, die Grundsubstanz, die Pflege natürlich beim Fahrzeug spielt auch hier eine Rolle, wobei so ein Aufbereiter schon jede Menge Sachen rausbekommt, aber der ist wirklich von der Grundsubstanz sehr, sehr ordentlich gewesen. Ja, das Cabrio, als das kam, es ist schon gewöhnungsbedürftig, weil es ist ein großes Fahrzeug. Als Cabrio, ist es denn auch geländegängig? Ja, es ist der erste SUV, den es so als Cabrio gibt. Ich meine, Geländewagen, Jeep oder sowas gab es schon immer mal als Cabrio, aber das ist so der Straßen-SUV, der erste, den es als Cabriolet gibt. Und er kommt unglaublich gut an und ist halt, ja, ist eher was für die Straße. Es gibt ihn bald nicht mehr? Das Fahrzeug ist ausgelaufen, den gibt es jetzt im Moment nur noch als Gebrauchtwagen. Ja, ihr habt einen hier, das heißt 2017, hier kann man nichts falsch machen, der ist fast halbiert vom Preis her. Das Fahrzeug hat einen Neupreis gehabt von 72.000 Euro und liegt jetzt bei knappen 45, also fast halbiert. Fast, sagen wir es mal so. Die Leute, die rechnen können, werden dann sagen, mein Gott, habt ihr in der Schule nicht aufgepasst. Noch ein kleines bisschen mehr, aber es steht gut da. Werterhalt überhaupt bei den Fahrzeugen, ist der hoch? Ja, der Werterhalt bei Land Rover ist natürlich sehr, sehr hoch. Das war damals schon geprägt beim Defender und hat sich über das Evoque Cabrio und auch über die Limousine weitergezogen. Damals, 2017, ist ja schon so, dass die Dinge ändern sich ja massiv. Dort hat er natürlich die entsprechenden Systeme, die heute auch schon haben. Das heißt, der Abstandstempomat und so. Gibt's das? Der hat jetzt noch keinen Abstandstempomaten. Das ist jetzt erst beim neuen Fahrzeug lieferbar. Aber alle anderen technischen Features wie toter Winkelsensor, Verkehrszeichenerkennung, das gibt's natürlich auch bei den Fahrzeugen schon. Super. Ja, wenn gleich mal kurz mal reingehen, das ist natürlich beim Cabrio besonders einfach, dass ich mal über die Tür filmen kann, ist offen. Wenn der zugeht, kann man den während der Fahrt schließen? Das Fahrzeug kann man während der Fahrt schließen und es schließt dann auch zu Ende. Also es hört nicht bei irgendeiner Geschwindigkeit auf. Das geht wirklich zu Ende zu oder auf. Es gibt wahrscheinlich auch eine Höchstgeschwindigkeit, wo es schließen kann, oder? Nein, der fängt also an und schließt. Also da ist die Höchstgeschwindigkeit, ich glaube, bei 20. Und dann schließt es aber zu Ende. Cool. Er hat auch keinen Bügel. Das heißt, so das Thema Erdbeerkörbchen wie früher beim Golf, das gibt's nicht. Ich nehme an, dass hinten irgendwas verstärkt ist oder rausschnellt im Fall eines Falls. Ja, die Überrollbügel, die haben wir hinter den Kopfstützen in der zweiten Sitzreihe. Hier drunter sind die versteckt und schießen hier raus auf die Höhe, so dass in einem Überschlagsfall auch hier nichts passieren kann. Das sieht auch schick aus. Dadurch, dass sie nicht da sind, es gibt ja auch viele, da sind die fix, sind so angedeutet. Aber das ist schon sehr clean, die Optik, oder? Ja, so hat man halt eine schöne, saubere Optik. Nichts, nur die Kopfstützen und die Sitze einfach da und keine zusätzlichen Elemente, die da störend wirken. Stell ich mal gerade daneben, von der Größe, bitte. Das ist so unglaublich. Sehr hohe Linie. Da kannst du als Ablage holen für ein Notebook oder so. Ja, genau, oder den Arm drauflegen. Wieso wurde das jetzt eingestellt? Ist die Nachfrage nicht so groß gewesen? Ja, doch, die Nachfrage war schon da, aber Land Rover hat sich entschlossen, jetzt wo das neue Modell rausgekommen ist, den erstmal als reinen Fünftürigen auf den Markt zu bringen. Ja, das heißt, könnte sein, dass es da, aber ich muss sagen, die Form ist doch relativ zeitlos bei Land Rover, ne? Ja, auch bei dem in Anführungsstrichen alten Range Rover Evoque ist es immer noch eine fantastische Form und ist unglaublich im Wert stabil. So, der ist jetzt eingefahren. Wenn du mal kurz hinten aufmachst, ist da jetzt noch Platz oder wäre der Hund jetzt schon
gestorben. Ja, da wird es jetzt schon eng. Wobei aber ist noch Platz. Ja, ist noch Platz. Wir haben keine zusätzlichen Einbußen, wenn man das Verdeck jetzt öffnet, so wie wir es hier haben. Das ist also im geöffneten oder im geschlossenen Zustand, haben wir vom Ladevolumen identisch. Identisch, ja. Ah, ich muss also nicht darauf achten, dass ich, wenn ich jetzt hinten die Bio-Eier drin habe, dass ich danach dann ein Omelette habe oder so. Ja, wir müssen nichts irgendwo einrasten oder irgend so einen Schutz einhaken, dass sich das Verdeck dann öffnet. Das geht immer. Aber schön sind ja auch diese kleinen Beschläge, wenn man die so sieht. Das ist schon ziemlich martialisch. Also ist alles sehr, sehr, also unglaublich massiv. Ja, ist von den Materialien alles sehr, sehr robust gemacht. SUV halt. Allrad. Allrad, auf jeden Fall. Und der hat die Gene von auch den normalen Nicht-Cabrios? Der hat identische Gene wie eigentlich die Limousine auch. Auch die Geländegängigkeit, die natürlich ein ganz kleines bisschen eingeschränkt ist, generell beim Range Rover Evoque. Nichtsdestotrotz auch das überhaupt kein Problem. So, mach nochmal zu bitte. Den gibt es nicht als Fünftürer oder gab's? Nein, das Cabrio gibt es nur als Dreitürigen, so wie wir ihn hier stehen haben. Und den normalen gab es dann auch nicht als Dreitürer? Doch, das normal, also das alte Range Rover Evoque gab es als Fünftürigen oder als Coupé. Als Coupé, das war die Frage. Ja. Weil viele wollen ja auch ein Coupé. Schön, dann steig mal bitte ein. Dann filme ich dich mal, denn alles in allem, wenn wir mal einen zeigen müssen, ist das Schließen des Verdecks. Bei euch sind die Batterien immer voll eigentlich in der Ausstellung? Die sind bei uns immer voll. Wir müssen die Batterien auch täglich, müssen die gewartet werden. Täglich? Und, ja. Ihr habt ein eigenes Team, was nur Batterien kontrolliert? Nur Batteriewartung. Ich kenne so viele Händler, da filme ich, da sind die Batterien immer leer. Bei euch nicht? Ja, das kann auch mal passieren, wenn viel dran rumgespielt wird, aber sollte nicht sein. Okay, cool. Wir probieren es mal. Die hängen aber jetzt nicht alle am Stromnetz, oder bei euch? Nein. Wie läuft das denn, so eine Wartung, Batteriewartung? Die werden einmal wöchentlich werden die durchgeladen. Okay, das heißt, jemand schließt die an. Ist natürlich auch Aufwand, wenn du hier so 100 Autos stehen hast. Ja, muss man schon ein bisschen, haben wir eine Person beschäftigt, die das macht. Schön, du sitzt gut drin? Ich sitze sehr gut drin. Du bist wie groß? 1,75 Meter. 1,75 Meter. So, das heißt, hier vorne habe ich damals, 2017, schon großes Navi mit drin gehabt. Alles sehr aufgeräumt. Wenn es mal ein bisschen nieselt, das macht dem nichts, oder? Das macht dem nichts. Wir haben ja die Ledersitze hier verbaut. Und das ist wirklich sehr pflegeleicht, auch wenn es mal nieselt oder im Sommer, wenn der Staub hier reinkommt. Das ist eigentlich kein Problem. So, das Lederlenkrad mit drin, alles sehr, sehr schön. Ja, Multifunktionslenkrad. Multifunktion. Ja, Multifunktionslenkrad mit Tempomat, mit Telefon, Sprachsteuerung, alles hier drüber. Schön. So, mach mal zu. Ich bin mal gespannt. Denn wird mal kurz gestartet. Wie krass. Ich habe mal gefilmt einen Porsche Targa. Das ist auch so ein Kunstwerk, wenn das zugeht. Aber das hier ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Schließt sich sehr schnell. Ja. Also, jetzt fahren alle Türen zu. Wie krass, hast du gesehen, wie das geht? Erst vorne weg, dann nochmal rein. Denn das Ganze muss ja übereinander laufen. Habt ihr Stress irgendwie gehabt hier mit dem Verdeck irgendwie? Nein, überhaupt nicht. Was die Funktionen angeht oder auch was irgendeine Dichtigkeit angeht, überhaupt keine Probleme. Okay. Ist das leise drin, wenn man fährt, so ein Cabrio? Geht ja, das? Es hat eine dreiphasige, drei Lagen ist das abgedämmt. Also das ist wirklich sehr leise. Schön. So, nochmal zumachen bitte. Aufmachen meine ich. Boah, ist das ein Kunstwerk. Das ist schon ein Kunstwerk, oder? Ja, es geht sehr schnell und es sieht natürlich auch im geschlossenen Zustand gut aus. Mhm. Wobei im offenen macht es noch ein bisschen mehr her. Ist das jetzt hier ein Fahrzeug für Mädchen, oder? Ja, ist schon ein bisschen vielleicht ein Frauenauto, ja. Ein Frauenauto, so ein kleines bisschen. Aber ich finde das total cool, das Auto. Ja. Ich habe nämlich, ihr wolltet das gar nicht filmen, habt ihr mir eben noch gesagt, weil er gesagt hat, naja, der läuft jetzt aus, muss man nicht unbedingt haben. Aber ich denke mir, wenn er ausläuft, wir machen mal so ein Video für die Nachwelt, dass man das Ganze nochmal sieht. Aber es wird wahrscheinlich neuer kommen, oder? Ich denke, dass irgendwann neuer kommt. Aber wir lassen uns mal überraschen vielleicht. So, ich zeig mal gerade die technischen Daten. Wir gucken mal gerade drauf. Kurzes Video hier vom Land Rover Range Rover Evoque als Kombi in Phoenix Orange. Kilometerstand 35.000 Kilometer. Die sind wahrscheinlich echt, die Kilometer. Der ist von euch gewesen?
Wir haben das Fahrzeug ausgeliefert und ist bei uns immer gewartet worden, die 3 Jahre. Ja, kommt jetzt aus dem Leasing zurück. So, wenn die jetzt kommen, 24 Monate Gebrauchtwagengarantie, Mobilitätsgarantie, das heißt, ich habe 2 Jahre, kann ich das entsprechend upgraden auch auf mehr Jahr? Wir haben also erstmal die 2-Jahres-Approved-Garantie, das ist eine fantastische Garantie, ein eigenes Label, was Land Rover mal auf den Markt gebracht hat, so wie bei Mercedes Junge Sterne heißt das bei uns Approved-Garantie. Ist auch, das ist fast wie neu, oder? Wie Neuwagengarantie? Das ist eine Neuwagengarantie, also bei dem Kilometerstand, da ist keine Kundenbeteiligung in irgendeiner Art und Weise dabei. So, der hat 2 Jahre so wie ab Werk quasi? Das ist mit dem Kilometerstand jetzt wirklich wie eine Werksgarantie. Und das jetzt über 2 Jahre. Natürlich krass, oder? Das heißt, ihr könnt die Autos gut verkaufen so mit der Garantie? Auf jeden Fall mit der Garantie. Das wird sehr gut angenommen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, nachher das auch noch hinten raus zu verlängern, wenn das gewünscht wird. Hat der jetzt Steuer? Der hat Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuerausweisbar. Ja. Ausweisbar Mehrwertsteuer. Ja, tolles Auto, 44.290 Euro. Und ja, wenn Sie mal Interesse haben an einem orangefarbenen, Name nochmal vom Orange? Phoenix Orange. Orangefarbenen Cabrio. Und dann schlagen Sie zu, wir drehen heute Anfang Dezember 2020. Deine Rufnummer bitte? Die 0661 4950851. Ja, noch einmal bitte. 0661 4950851. Ja, du bist aber nicht alleine, ihr habt ein ganzes Team, gell? Ja, wir haben ein ganzes Team. Wir sind bei uns hier im Verkauf bei Jaguar Land Rover zu dritt. Sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Okay, tschüss.